Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Diese Woche mal was komplett anderes. Leider zwingt mich die Chemotherapie und die Nebenwirkungen, Nachwirkungen von der Chemotherapie im Moment ein wenig zu Hause zu sitzen. Das Wetter ist eh scheiße. Und jetzt bin ich vorhin mal durch die Wohnung gelaufen, habe überlegt, okay, was kann ich diese Woche mal für ein Video machen? Und da habe ich das hier gefunden. Das ist ein Taschenmesser, was ich schon seit ewigen Jahren besitze. Kommt aus Solingen, also ist eine relativ gute Qualität, aber sieht halt mittlerweile jetzt, es lag jetzt auch Ewigkeiten in der Schublade, sieht nicht mehr so schön aus. Und da ich viele Outdoor-Aktivitäten mache und auch so ein kleines Messer-Equipment habe, würde ich das gerne zu meinem bestehenden Messerset, was ich so verwende, hinzufügen. Aber ich würde es gerne nochmal verschönern. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, okay, was kann man denn machen mit Hausmitteln? Irgendwie kriegt man sowas mit Hausmitteln wieder aufgemöbelt. Ja, Babsi, kristallrein durch Zambokristall. Zambokristall ist der einzige WC-Reiniger, der deine Toilette wirklich kristallrein macht. Da gibt es unzählige Videos und auch tolle Sachen und auch absolut krasse Herangehensweisen mit irgendwie Kartoffeln, Zitronen oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber was ich nicht gefunden habe und was mich interessieren würde, ob das funktioniert, ist, geht sowas auch mit Scheuermilch? Weil Scheuermilch ist ja eigentlich so das Wundermittel alter Hausfrauen. Und jetzt würde ich gerne versuchen, in diesem Video dieses Messer richtig aufzupolieren, erstmal zu reinigen, richtig aufzupolieren und wieder so schön fit und ansehnlich machen, natürlich auch noch schärfen, damit das wieder in den Einsatz gehen kann. Jetzt reicht's aber! Und dafür habe ich mir jetzt mal so ein Sammelsurium an Sachen bereitgelegt. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, dass wir mal dieses Experiment machen, ob Scheuermilch vielleicht reicht, was man vielleicht noch tun muss, ob es nachher was wird oder nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Dafür nehmen wir erstmal ein altes Geschirrhandtuch als Unterlage. Dann einen Schwamm für die besagte Scheuermilch. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Tausender Schleifpapier und einen Schraubenzieher mitgenommen, damit wir da vielleicht in die Ecken kommen oder damit wir dann vielleicht ein bisschen gröberen Rost damit abschleifen können. Dann habe ich noch ein paar Q-Tips bereitgelegt und was natürlich absolut nicht fehlen darf, ist eine Rolle Klopapier. Gerd, ich glaube, wir haben zu wenig Klopapier hier. Wir müssen mehr kaufen, jetzt. Willst du jetzt endlich mal deine blöde Fresse halten? Ja. Wir haben doch schon 8 Paletten Klopapier im Keller. Ja. Aber wenn du unbedingt willst, dann gehe ich jetzt noch mal in diesen blöden Supermarkt und kauf dein faschistisches Klopapier. Ja, und bring nur den mit. Damit werde ich jetzt versuchen, dieses alte Messer ein wenig aufzupolieren. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Becher heißes Wasser. Und jetzt wollen wir mal starten. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt oder nicht. Ich fange erstmal an um die Klinge. Man sieht das vielleicht. Moment, sieht man das gut so? Die Klinge ist hier so ein bisschen schwarz und nicht mehr so ansehnlich. Ich würde jetzt als erstes mal versuchen, mit der Scheuermilch da das Ganze einmal versuchen, ein bisschen aufzufriemeln. Moment, einmal den Schwamm nass. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Mal gucken, ob sich da überhaupt was tut. Oder ob wir tatsächlich nicht ohne Schleifen nicht auskommen. Oder mal schauen. Das ist ja so ein altbewährtes Hausfrauenmittel. Zumindest kriegen wir das Messer schon mal richtig gereinigt. Aber es sieht tatsächlich so aus, Moment, als wenn das gar nicht so viel bringt auf den ersten Blick. Mal schauen.
Also hier ist ein bisschen Abrieb, ist klar. Ein bisschen Schmutz ist rund, ist weg. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, ist tatsächlich nur oberflächlich was abgegangen. Also man sieht das hier an dem Emblem, da war halt ziemlich viel Dreck drauf. Aber hier dieses schwarze, dunkle werden wir tatsächlich schleifen müssen. Hatte ich mir auch schon fast gedacht, aber irgendwie gehofft, dass Scheuermilch doch den besseren Effekt hat. Aber anscheinend gibt es halt auch deswegen keine Videos auf YouTube mit Messer und Scheuermilch, weil es halt einfach nicht so gut funktioniert. Ich werde mal schauen. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf laufen lassen und mal einmal nass schleifen. Und dann gucken, wie es sich verhält. Ja, wie man sieht, wird es schon besser, also der Glanz kommt wieder hoch, aber hier vorne sind tatsächlich noch ziemlich viele Einkerbungen und ich glaube, dass das 1000er Schleifpapier einfach doch zu fein ist. Deshalb ein Plan B. Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein bisschen gröberes Schleifpapier. Das werde ich jetzt einmal holen, werde das nochmal gröber versuchen zu schleifen und dann nochmal mit dem 1000er nachschleifen. Es geht in die richtige Richtung, aber es gefällt mir noch nicht ganz so. Ich möchte, wenn dann jetzt, auch wenn ich es jetzt schon schleife, auch alles einmal ganz vernünftig vorne haben. Und ja, das ist der Plan. Los geht's mit gröberem Schleifpapier. So, mehr lässt sich erstmal nicht abtragen. Ich probiere das jetzt nochmal mit der Scheuermilch. Irgendwie kann ich nicht so ganz glauben, dass das nicht so richtig funktioniert, weil eigentlich bin ich davon sehr überzeugt. Oder war es zumindest im Vorfeld. Ich dachte eigentlich, das wäre eine geile Idee, aber so sieht das Endresultat der Klinge jetzt im Moment aus. Man sieht, dass da noch so ein paar kleine schwarze Punkte zu sehen sind. Also es sieht auf jeden Fall 1000-mal besser aus als vorher, aber mit den Mitteln, die ich hier habe, ist es tatsächlich echt nicht besser hinzukriegen. Ich habe jetzt eben noch Off-Cam noch mal so ein bisschen geschliffen, aber besser wird es nicht. Mehr sitzt da echt mit den Hausmitteln, die ich jetzt hier zur Verfügung habe, erstmal nicht drin. Die Klinge reicht mir auch so. Jetzt muss sie natürlich noch geschärft werden. Sie ist jetzt im Moment natürlich noch nicht wirklich scharf. Als nächstes möchte ich mich darum kümmern, einmal das hier innen drin noch zu reinigen. Und dieser Punkt hier, wo wir klappen, das möchte ich auch nochmal gerne reinigen. Das werde ich jetzt einfach machen mit ein paar Q-Tips. Ansonsten mit dem Schraubenzieher, genauso wie dieses Teil hier, zum Rausziehen, ich weiß gar nicht, wie sowas überhaupt heißt. Das werde ich jetzt gleich nochmal mit einem Schraubenzieher nochmal versuchen, etwas mehr zu säubern. Und zum Schluss dann der Griff. Beim Griff sagte mir meine Frau, das sollte ich auch mal ruhig mit Scheuermilch versuchen. Bienensteingestein, das reinste Sodomotor! Beeil dich, olle Meckerziege! Kann ich mir fast nicht vorstellen bei Holz, aber ich habe ja nichts zu verlieren. Deswegen probiere ich das gleich einfach mal aus. Ja, letzter Versuch jetzt nochmal mit der Scheuermilch, nochmal den Griff so ein bisschen aufzupäppeln. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, also mein Fazit. Ich habe es sauber bekommen. Scheuermilch funktioniert nicht. Darum gibt es auch keine Videos darüber. Ich habe es soweit erstmal für mich in einen Zustand gebracht, der für mich okay ist. Es geht mit Sicherheit besser,
wenn man das richtige Equipment hat. Also gerade bei Taschenmessern, auch mit diesen Verschlüssen und so, da sollte man vielleicht auch mit Pfeifenreiniger, oder das hatte ich jetzt alles nicht da. Also da gibt es ja schon Kniffe, was man da verwenden kann. Für mich ist es erstmal okay, es ist auf jeden Fall sauber. Ich habe jetzt auch keinen WD-40 oder sowas genommen zur Rostentfernung irgendwie oder zur unreinen Oberflächenentfernung, weil ich eventuell damit auch outdoor mal was zu essen zubereiten möchte. So ist es jetzt erstmal für mich komplett okay. Das Einzige ist, ich muss es noch schärfen. Ich habe einen Schleifstein und so, aber ich habe auch Eltern, die mal zwischendurch eine Phase hatten und immer in irgendwelchen Shoppingkanälen was bestellt haben, QVC und so. Ja, schauen Sie mal, das ist doch wohl die Top-Qualität. Die Bretter. Auch als Geschenkidee ideal geeignet. Und da habe ich einfach dieses Ding, das reicht, das funktioniert für große Klingen, funktioniert das nicht. Aber für so kleine Klingen kann ich einfach zwischenhalten, durchziehen, ein paar Mal durchziehen und dann ist das auch wieder scharf. In der Theorie. Ja, ja. So. Genauso wie das ganze Video hier auf so einer theoretischen Idee von mir irgendwie basiert hat. So, dann wollen wir mal testen. Schneidet es oder schneidet es nicht? Ein bisschen muss ich das hier noch durchjagen und dann denke ich mal, ist das Ergebnis auf jeden Fall okay. Und nächste Woche beschäftigen wir uns damit, wie wir diese schöne Birnenholzpfeife wieder zu neuem Glanz erstrahlen lassen. Nee, Spaß. Das war's mit dem Video. Nächste Woche geht's weiter mit dem Camper-Bulli. Bis dann.